Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Hallo und herzlich willkommen zu Metro 2033. Ja, ich mache jetzt hier so mein erstes Solo-Projekt, Let's Play-Projekt, da ich vorher mit Joshua 1994 Portal 2 aufgenommen habe, beziehungsweise es steckt momentan gerade in Schwierigkeiten, Joshua hat technische Probleme und daher wird das noch eine Weile dauern. Da habe ich mir gedacht, da schmeiße ich jetzt mal selber was rein. Und ich habe mir gedacht, Metro 2033 passt. Es ist ein super Spiel und ich möchte eigentlich gleich mit euch anfangen. Und ja, fortgeschrittenen Spielstand, den brauchen wir auch nicht mehr, den ist mehr alter. So, normal spielen wir, da einfach wirklich popelig ist. Normal, ist ein schönes, hat man ein schönes Spielerlebnis und schwierig, nee, danke. So, dann wollen wir mal gleich in die Geschichte starten. Der Tunnel wurde kälter. Miller und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Das werden wir ja sehen, Artyom. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Nee, überhaupt nicht. Und, oh, das sieht nicht gut aus. Ja. Ja. Oh, das geht tief runter. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Ja, das wäre eine gute Idee. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Ja, oh, ich mach schon. So. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Marie. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Das ist eine gute Idee. Moon, ein paar Filter, nie verkehrt hier. Artyom. Nö, ich hab hier noch zu tun. Nehmen wir die AK oder... Ne, ich bleib bei der. Laden wir erstmal nach. Was ist hier eigentlich drin? Klimaanlagen? Ein Schalter? Ne, ich mag's. Verdammt, Hilfe! Was hab ich gemacht? C5 halt hier! So. Schön. Ist mir schon... Das ist ein Loch. Ah, da möchte ich nicht drüber. So. Okay. Auf nach oben. Ja, nach oben an die Oberfläche. Hier ist das, Maria. Ist das finster hier. So, Licht. Mhm.
Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, da oben ist nämlich ziemlich schlechte Luft. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Wie viel haben wir es eigentlich? Was ist das, Maria? Okay. Wir spielen Metro 2033. Ja, schön, danke, dass... Ich weiß das leider schon. So. Hier. Sieht nicht gut aus. Lade deine Waffe. Hab ich schon. Da kommen sie. So. Gleich mal eine Salve hinterher. Man merkt, ich bin vielleicht nicht so ein... So schlimm ist es auch wieder nicht. Du bist dann aus, ne? Natürlich helfe da. Und Artyom fliegt hin. Das ist super. Raus hier. Ja. Holla die Waldfee. Moskau sah schon mal besser aus. Schön eigentlich. Sieht wundervoll hier aus, muss man dazu sagen. Mann, bitte kommen. Ende. Mann, ich will auch was sagen. Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Ja. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Ja, also Turm. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Ja, Ende. Gut, dass ich jetzt einmal was sagen kann. Ich habe das Spiel nicht zum ersten Mal gespielt. Wie man schon gemerkt hat, aber ich bin trotzdem nicht so der Ego-Shooter Overpro. Und ja, ich finde dieses Spiel aber trotzdem sehr stimmungs... Ah, und da sind sie. Sehr stimmungsvoll. Von hinten kommt's in Schalascharahi. Super, du bist gut. Und ich möchte nachher noch einiges dazu erzählen, aber erstmal genießen wir diese schöne Einleitung in dieses Spiel. So, was wollen wir denn jetzt? Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Ich darf mir nicht so weit rauslehnen. Ich darf mir hinter das Geschütz klemmen. Ganz genau. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Oha. Oha. Anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ich wäre jetzt lieber zwischen den Bücherregalen, wenn ich ehrlich bin. Auf mein Zeichen! Scheiße! Feuer frei! Doch, greift nichts an. Nachladen. Das ist eine gute Idee. Aber noch greift mir nichts an. Doch, der ist da. Ja. Super. Du her. Harry, Peter, du. Rexvieh. Ah! Oh, ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Weg. Da standen wir gerade noch. Da saßen wir gerade noch. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht.
Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ja, das ist jetzt das, was vor dieser ganzen Aktion geschah, weil ihr habt jetzt gerade keinen Einblick in das Ende des Spiels bekommen und da wollen wir gleich mal reinschnuppern. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. So, das ist Artyoms, ja, eigene vier Wände. Eigentlich sehr gemütlich eingerichtet. Sieht bei mir zu Hause aus, ziemlich chaotisch. Und Artyom scheint nicht der dämlichste zu sein. Ziemlich viel Bücher. Eigentlich ist alles kaputt. Warum hat er hier so viele Bücher? Oder wegen der Eigenwerbung? Oh, da ist eine Gitarre. Mit der hat er wahrscheinlich vorher gespielt. So, das hier ist unsere Heimat also. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Ja, Nikolai. Was haben Sie vor? Sie jagen, alle abknallen. Das ist nicht mal lustig. So läuft das, Bruder. Hallo, Artyom. Oh, servus. Ich kenne ihn zwar nicht, aber servus. Was ist hier? Nix. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Gute Frage. Boah, sieht das gut aus hier. Wir werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Oh, fein. Man muss ja dazu sagen, ich finde dieses Spiel hier wirklich sehr stimmungsvoll. Es ist hier wirklich... Habt ihr meine Sergei gesehen? Es ist hier wirklich so viel... Ich hab's bis jetzt noch nie geschafft. Eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ja. Noch nicht geschafft, auch nur annähernd alles zu sehen. Es ist einfach nur wahnsinnig viel hier. Sehr viele Details. Wunderschön. Alexei war dabei. Keine Besuche. Petro. Man sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Ah, du bist es. Darin ist die Chance. Ich verstehe. Aber bleiben Komm Sie rein, Alex. Wir müssen hier Hallo, Artyom. Servus. Man sieht hier, die haben hier wirklich sehr viele schöne Details gehabt. Und das ist einfach nur schön. Man fühlt sich hier wie in der Metro. Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Komme nicht dran. Das sehe ich. Ich komme nicht. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Ja. Die machen ja einen wirklich das Hirn kaputt. So. Die Falle. Wer kann das sein? Das ist Hunter. Klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Das ist eine gute Idee. Ah, schön. Servus. Willkommen, Hunter. Das ist Hunter. Eigentlich so einer der wichtigsten Charaktere hier in dem Spiel. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Hey, Hunter. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel.
Das würde ich gerne wissen. Von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Echt? Da musste ich an dich denken. Hey, super. Geil. Das sind keine normalen Mutanten. Eine echte Postkarte. Irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße. Ja. Das hat uns noch gefehlt. Ich brauche eine Waffe. Jetzt. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell eine Waffe. Ja, gib mir eine. Ihr kriegt die AK und ihr kriegt die Pistol. Super. Gut, aber besser als nichts. Aber wir kämpfen trotzdem. Ja, schön, danke. Wir kämpfen trotzdem mit dem Messer. Wir brauchen gleich zu Anfang für eine Kleinigkeit die. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Die Moon. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Mhm, offensichtlich. Wollen wir hier mal gucken, wo kommen jetzt diese Viecher raus? Das klingt sehr erfreulich. Nicht? Nö. Gut, der kümmert sich drum, da braucht man nicht. Hunter sorgt alleine dafür. So. Oh, ich sehe gleich, ich muss den Part gleich beenden. Am besten jetzt. Wie es hier weitergeht, sehen wir nachher. Bitte.